you can see the way this is light cliff angled. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Landhaus Ettenbühl. Schauen Sie mal, wen ich dabei habe. Das ist der Mann, den ich Ihnen letzte Woche im Video mit seinem Buch vorgestellt habe. Guten Morgen, lieber John. Und kann es natürlich nichts Besseres passieren, als jetzt nach diesem Wintereinbruch ihn hier bei uns dabei zu haben. Und wir schauen nämlich gerade, wo gab es Frostschäden jetzt nach dieser kalten Woche. Und der John wird uns alles dazu sagen, wie wir da in unseren Gärten am besten damit umgehen. Ja, John, was meinst du? Du hast dich in den Gärten umgeschaut. Wie schlimm ist es denn jetzt nach dem Frost? Well, you can see it here. The color gives you what the problem is. And I'm always a little bit concerned that leaves that have got frosted like this are damaged, and that damage will then let the pills and the fungus come in. Later on in the year. So I'm not always happy about this. What's coming after it, we can see here, is quite healthy. But it is difficult to know what to do for the best. John sagt, hier sieht man es eigentlich ganz schön an der Rose, die doch sehr gerippelten und helleren, das hellere Laub jetzt, das hat natürlich schon ein bisschen was abgekriegt vom Frost. Und da muss man jetzt einfach schauen, wie geht man damit um. Er mag das jetzt nicht so gerne. Es kommt zwar Frisches schon oder es ist auch viel Laub noch dran, das nichts abgekriegt hat. Aber die Frage ist eben, was machen wir jetzt damit? So, what would you propose to do? Well, I think what I'd be inclined to do is to leave it and to see a little bit what happens. The problem is that you can't go around and cut it off. It is, of course, always possible to do so. You can, for example, do that and Ouch. Then go back to a healthy bud like this. Yeah. What we can see straight away is that this is blind, that the bud itself has been frosted. Mm-hmm. Okay. And so even at the very best of luck, this isn't going to flower. Yeah. So we want the energy to come into this young shoot behind here. Mm-hmm. And we can see that's fresh, that's growing well, and that will produce flowers. Aber sollten jetzt, glaube ich, nicht alle hingehen und alle ihre Rosen runterschneiden, oder? No, only those that have been frosted. Und so richtig heavy, yeah, frosted, and oder? Exactly. So you can immediately see this, because when you look at a healthy rose that's growing well, let's have a look at this one, for example. Don't when throw this away, I need this to explain. Okay. You can immediately see in here, yeah, that there's a flower bud. Can you see? Oh, and that is a healthy rose and doesn't need any pruning. This guy is not and does need pruning. Ich sehe schon, wie sie jetzt alle ihre Brillen zücken und ihre Lupen und ab in den Garten gehen, nach den Knospen suchen. Also einfach noch mal ganz kurz zur Erklärung. Wir hatten wirklich Glück jetzt bei diesem Frost, weil natürlich, it was luck that we had the snow before, right? Oh yes, ja. Oh yes. Wir hatten ja jetzt das Glück dieses Mal, dass erst der Schnee da war, der wirklich so ein bisschen wie eine schützende Hülle über dem Laub gewirkt hat und dann eben der Frost erst reinkam. Deswegen sind die Schäden eigentlich nicht so schlimm. Wenn das Laub einfach jetzt so ein bisschen deformiert ist, wie man es hier sieht, zeigt es nochmal näher,
Dann müssen Sie eigentlich jetzt gar nicht groß Angst haben, da ist wahrscheinlich nichts passiert. Wenn es ganz hart und porös und richtig verbrannt ist, dann sollten Sie es auf jeden Fall entfernen. Hier würden wir die Rose jetzt einfach mal so lassen. Aber was der John jetzt gerade erklärt hat, warum er diesen Trieb zurückgeschnitten hat, wenn Sie wirklich richtig festen, harten Frost jetzt hatten und Sie sehen, dass die Knospen auch in Mitleidenschaft gezogen sind und da wirklich gar nichts mehr passiert, weil die also einfach da keine Knospen sind, dann können Sie natürlich besser den Trieb unterhalb des Laubs zurückschneiden, damit dann einfach wieder die neue Energie richtig schön einsetzt und die Rose neu kommt. Aber das ist wirklich nur nötig in Lagen, wo Sie jetzt richtig harte, ganz schlimme Fröste gehabt haben. Also bloß nicht jetzt alle in den Garten rausrennen und die Rosen zurückschneiden, weil bei den meisten Rosen werden Sie durchaus eben sehen, dass die kleinen Knospen durchaus jetzt auch noch in Ordnung sind und gar nicht groß was passiert ist, sondern dass einfach das Laub vielleicht ein bisschen eben in Mitleidenschaft gezogen ist. So, John, was rätst du all unseren Gartenfreunden, jetzt, wenn wir vom Zurückschneiden absehen, wenn sie das Laub dran lassen oder should they rip off das schlimmste Laub wegnehmen oder was sollen sie machen? Sollen sie spritzen? Was würdest du empfehlen? Well, obviously, where you can see some damage, then I think a little bit of food, particularly the plant health, that sort of a thing, on the leaves themselves, not necessarily on the soil. Mm-hmm. What we want to promote is health rather than vigor. Okay, also ganz wichtig, was wir jetzt machen dann, sicherlich wenn das Regentief jetzt durch ist und ab Montag vielleicht wieder ein bisschen mehr Sonne und ein bisschen trockener alles ist, dann gehen wir hier wieder durch und geben unsere Kombi aus Plant Health und Plant Wellness, kennen Sie schon, die einfach dem übers Blatt, übers Laub wirkt, dem Laub wieder so ein bisschen Kraft gibt und vor allem der Pflanze so ein bisschen Kraft über das Laub geben wird. Jetzt nicht unbedingt mit dem Dünger, ansonsten reingehen so schnell, da wieder ein bisschen warten, 2-3 Wochen, bis sie wieder die nächste Düngergabe über den Boden machen. Aber das Spritzen wäre total gut, weil nämlich so leicht angegriffenes Laub sich dann durchaus auch wieder regenerieren kann. And when they had really burned leaves, you know that they are really brown and brittle, they should remove them, right? Absolutely, because you're just carrying forward a potential problem into the summer. Yeah. Kann sein, dass Sie jetzt in höheren Lagen, irgendwo im Schweizer Jura, oben in den Vogesen, im Odenwald oben, im Schwarzwald, wo auch immer, dass Sie da in den Lagen durchaus stärker geschädigtes Laub haben, das richtig eben vertrocknet ist und solche Frostschäden eben zeigt, als wäre es verbrannt. Und das zupfen Sie dann am besten ab, weil das natürlich dann der Quell ist für die nächsten Krankheiten. Also wenn Sie dazu noch Fragen haben, der John ist nach ein paar Tagen da. Sie wissen, hier unten in den Kasten schreiben Sie Ihre Fragen, schreiben Sie Ihre eigenen Erfahrungen und dann können wir da gern noch weiter drauf eingehen. Ich habe noch eine Frage an dich. Ja, hier, ich weiß, dass du immer ganz gerne deine Asche sammelst im Winter. Was machst du damit? Both good stuff. Holzasche. Also well, it's the important thing is you've kept it dry. Yeah. And that's simply great. And it's a wonderful source of potash. It's tremendous for the soil. And it deals with weed problems and everything else. And at this time of the year, just before it rains, it's a great thing to come around and to put it on at the base of the rose, sort of half a handful like that. And it's terrific. And if you come back tomorrow after it's rained, you will see that that has got a really beneficial result and it will have already started to go down towards the roots, which of course working furiously away at this time of the year. So, and it helps the flowers. It's absolutely, it's the best way. It's a completely natural thing and very much in keeping with the sort of organic principles.
Also was der John total gerne macht, er sammelt immer aus dem Kaminfeuer die Holzasche über den ganzen Winter. Und jetzt um diese Jahreszeit, wenn es im April schön nass ist, immer wieder die Frühlingsregen runterkommen, dann geht er hin und streut diese Holzasche auf die gemachten Beete, auf die sauberen Beete, möglichst vor dem Regen. Und wir erwarten heute noch ein paar Güsse. Und dann sackt diese Pottasche sehr schön eben in den Boden ein und wirkt auf die Wurzeln und gibt der Pflanze eben den Impuls oder die Stärkung, sehr gut eben Blüten zu bilden. Es macht eine schönere Blüte und ist von daher wirklich ein ganz organischer Weg, statt Kali-Düngerprodukte oder ähnliche Geschichten zu nehmen, eben dann mit der Pottasche zu arbeiten. Ist doch auch was Schönes, oder? Also falls Sie einen Holzkamin zu Hause haben, dann sammeln und auf diese Weise anwenden. Während wir hier eben, der John und ich, gemeinsam geschaut hatten, wo wir Frostschäden haben, die wir Ihnen zeigen können, hat der John natürlich sofort wieder mit Adlerauge einen Wildling gefunden. Und das ist eine ganz schöne Gelegenheit, Ihnen auch gerade noch mal kurz den Wildlingstipp mitzugeben, weil das ist um die Jahreszeit natürlich auch eine interessante Sache. Und bei Wildlingen ist immer so ein bisschen eine Unsicherheit, was ist einer und was ist keiner. John, tell us. Yeah, okay, well, in the old days, everyone used to talk about, you know, how many leaves it's got. And we can quite clearly see, if we're good at counting, that that guy has got 7 leaves. 7 Blätter am Laub. Right. Mm-hmm. And we can also see pretty quickly that this one, which is the rose itself, has got 5 leaves. 5 Blätter, okay. And that was a pretty good rule of thumb 100 years ago. But today, it doesn't work like that anymore. We can quite clearly see that this has got 7 leaves, but this actually is a completely new variety. It's one of mine. And the fact that it's got 7 leaves shows that it has in its parentage some of the older roses. Yeah. So it's not 7 leaves itself that gives you the clue. Also der John räumt ja immer gerne mit alten Vorurteilen auf und schneidet so gerne die alten Gartenzöpfe ab und schlachtet so ein paar heilige Kühe. Häufig wird gesagt, alles was 7 Blätter hat, ist ein Wildling. Und deswegen muss das rausgerissen werden. Und das sorgt immer wieder für Verzweiflung und Verwirrung in den Gärten, weil das ist heute gar nicht mehr der Fall. Das galt ungefähr vor 100 Jahren, kann man sagen, als vor allem eben Edelrosen-Teehybriden in Mode waren und die hatten alle 5 Blätter. Und wenn dann irgendwas im Beet aufgetaucht ist, was 7 Blätter hatte, wie jetzt eben hier bei diesem Wildling, dann hat man natürlich sofort gewusst, aha, das ist ein Wildling und gehört nicht zur Rose. Heutzutage gibt es aber ganz viele neue Züchtungen, moderne Rosen, die durchaus auch 7 Blätter haben, hat der John gerade hier gezeigt. Und deswegen ist das überhaupt kein Unterscheidungsmerkmal. Also 7 Blätter, 5 Blätter können Sie streichen. So, but how do you see what is a wildling and what not? Well, the simplest way is to compare what you think as being the sucker with the rose on the top. And you can quite clearly see that these two don't belong. And you can also see on the thorns, this has got the sort of classic sort of shark fin, yeah, type of thorn, and it is different to the thorns that we've got here. So that gives us enough information, yeah, to reckon on that being a sucker. Also hier sieht man eigentlich die Unterscheidung sehr, sehr schön mit bloßem und schnellem Auge, muss man nicht mal die Brille aufsetzen. Der Wildling, der hier rauskommt, sieht natürlich wirklich ganz anders aus, hat ein ganz anderes Laub von der Farbe als die eigentliche Rose, die hier steht, hat eben auch andere Zackungen der Stacheln und von daher kann man da also die Unterscheidung sehr schön vornehmen. So, what do you do with this guy? Well, prune him or what? There's a gamble in this. We don't know what there is underneath. But what we would like to do is to remove it with as much root as we can, okay, rather than cutting it off. Okay. Also der John sagt, es ist immer so ein bisschen ein Glücksspiel, was er jetzt macht. Am besten ist es, wenn man den Wildling rausreißt und nicht schneidet, weil wenn man ihn schneidet, dann potenziert man ihn und stimuliert ihn zum weiteren Austrieb. Und jetzt werden wir mal gucken. Ja, so. Yeah, absolutely. So we're gonna try and get rid of that.
So we can see now where it's coming from, and so it's a good fight this is, isn't it? Ah! And so we have it. That was a bit of a hard work. Yeah, it was. You even lost your Crocodile Dundee. Anyway, the important point is we got it. Yeah, that's impressive. And if we'd cut it off at ground level, with these roots and everything, it would have come back twice as strong. Also, der Wildling ist ja immer eben das, was die eigentliche Rose, die Wurzelunterlage, die Wildrose, auf die die okulierte, die die Rose gesetzt wurde, eben hervorbringt. Und den wollen sie nicht haben, weil der natürlich stört bei der Rose und weil er die Energie zieht. Und Sie haben jetzt gesehen, der John hat wirklich diesem Wildling hinterher gegraben, um zu sehen, von wo er aus der Wurzel rauskommt, um ihn dann komplett rauszureißen, weil wenn man ihn schneidet, dann würde natürlich sofort Stimulus entstehen und der wird sich weiter verbreiten. Und ja, ganz schön. So that's why it's so important to plant roses deep, right? Yes, because then this kind of a thing is less likely to appear. Mm-hmm. And they normally appear where there's been a bit of damage on the root, and that then encourages it to come out. But it's worth doing that, because then the problem doesn't come back. Also Sie sehen, er hat wirklich die Mühe sich gemacht, da hinterher zu graben und rauszufinden, wo der Wildling ist, um den gut rauszureißen. Und auf die Art und Weise wird er nämlich dann auch so schnell nicht wiederkommen. Und das ist einfach auch der Grund, warum es so wichtig ist, dass Sie Ihre Rosen von vornherein schön tief setzen, mit der Veredelungsstelle unter die Erde, 5 cm, weil dann etablieren die sich auf ihren eigenen Wurzeln. Exactly. Und dieser Wildlings, diese Wildrosenunterlage stirbt langsam ab, weil sie gar nicht mehr gebraucht wird, und dann haben sie gar keine Wildlinge. Aber kann trotzdem immer mal vorkommen. Bevor wir den John jetzt aber gehen lassen, möchte ich noch schnell mit dir in den Wedding Garden gehen. Okay. Zum neuesten Projekt. Yep. Da kannst du uns vielleicht noch ein paar Sachen erklären. Das ist sicher auch super interessant. Okay? Let's go, definitely. Garden Dundee. Okay. So, how are you? Are you happy with your rose garden? How it's coming together? Yes, very pleased. It's growing exactly as we like it, and it's growing slowly, which is always a good sign. I always get very worried when things start to grow too quickly, especially this time of the year, because it's until the end of May, you're not safe. Yeah. But when you are back in May, we look at your garden together. Oh yes, okay? I'm looking forward to doing that. Developed and how that is all coming together. Okay. Wow, you did a big reconstruction here, huh? Hier ist auch eine ganze Menge passiert diese Woche. Tell us. Well, yes, we were concerned that the bed was far too wide. Yeah. So we've reclaimed it with grass, and it's a good tip to grow your grass seed, get it under fleece like that, because it starts it off very nicely. Yeah. And the idea is that if we look at the background, we have the cedar, we have the yew trees and the yew hedge, and this is all very, very dark. And so we wanted to lighten it up, and we prefer to use foliage to do that rather than flowers, because the foliage is always there. Okay, also hier ist diese Woche ganz viel passiert. Der John hat erstmal das Beet wesentlich schmaler gemacht. Das hier unter dem Vlies ist neuer Rasen eingesät. Das ist immer eine ganz gute Geschichte, dann eben den Vlies, das Vlies drüber zu legen über den frisch gesäten Rasen. Dann können die Vögel nicht kommen, die Samen rauspicken und der Wind nimmt es nicht alles mit. Und das Beet ist jetzt wesentlich schmaler geworden, was natürlich für uns auch wieder besser zu bearbeiten ist.
Und hier hinten haben wir eben die große Zeder und die Eibenhecken und die Eiben, Säuleneiben. Und es war einfach viel zu dicht alles und zu dunkel und zu massiv. Und der John hat jetzt hier wunderbar Licht wieder reingebracht und hat ganz viel eben mit Laubfarben gearbeitet, weil die sich natürlich gegen die dunkle Hecke auch schön abheben und natürlich auch pflegeleicht sind. Und von daher ist das also hier jetzt dieser neue Bereich. Und Sie sehen ein bisschen nebenher, was da diese Woche von unseren Jungs geschafft wurde. Yeah, and the theme will go on because this is sort of the first phase, which is putting the shrubs in, and a little bit later we'll be putting in Stauden that also have this panachered leaves. Yeah. Und jetzt später, so im Mai, da werden wir dann auch Stauden noch mit reinbringen, die panaschierte Blätter haben. Das ist hier eigentlich so das Thema in diesem Beet. Und da kann man natürlich dann auch eine ganze Menge eben schön nochmal mit den Laub- und Blütenfaden eben von den Stauden auch arbeiten. Und da werden wir Ihnen natürlich dann auch wieder eine Liste zur Verfügung stellen, was da alles in diesem Beet drin ist. Hm? Right. Okay, und der Wedding Garten. Okay. Hier im Wedding Garten, John, was hast du da vor demnächst? Well, actually, where you see the sticks in the ground, these are where the new roses are going to go. Yeah. And what we have learned is that where you have a yew hedge, the roots from that yew will come out and they're going to be enormously greedy. Yeah. And so we're going to leave a path, as it were, about so wide all the way around the garden. Mm-hmm. And on that path we're going to grow a very low herbaceous white flowered geranium. Oh, so we can walk on that. Yeah. But what we can also do is at the end of it we can use a spade to chop down the roots from the yew so they can't come in and take the water and the nutrients from the new planting. Wir teilen uns übrigens gerade ein Mikrofon, weil meins ausgestiegen ist. Deswegen ist es so ein bisschen merkwürdig. Und sonst müsste ich immer so beim John mitreden. Deswegen habe ich es in der Hand. Hier im Weddinggarten, in unserem Hochzeitsgarten, da sind die Beete auch sehr, sehr tief. Und die haben in den letzten Jahren echt gelitten, die Pflanzen in den Beeten. Vor allem, je näher sie an der Eibenhecke sind. Weil die Eibenhecken, die nehmen wahnsinnig viel aus dem Boden, Flüssigkeit, Nährstoffe und so weiter. Und deswegen geht der John jetzt hin und wird hier ungefähr einen Meter zwischen Eibenhecke und Beet einen Weg anlegen, damit wir da einen gewissen Abstand haben zur Hecke. Und dieser Weg, der wird mit kleinwüchsigen Storchenschnäbeln weißen bewachsen sein, auf denen man dann auch laufen kann. Und hier überall, wo die Stöcke sind, da kommen offenbar Rosen rein. Was für Rosen hast du da geplant, John? Well, the temptation with a wedding garden is to make everything white. And we actually felt that there would be more excitement if we made everything in pastel colours. Okay. So the very palest of pinks, the very palest of yellows and naturally whites, with a sort of complementary planting of very pretty things. And what we feel is that if we were going to be romantic, we're going to achieve that with very small flowers rather than great big fat ones. Okay. And so that's really what the theme is here, is to make it light, to make it delicate and to have that sort of romantic feel. Okay, also man würde natürlich jetzt denken, hier im Weddinggarten, im Hochzeitsgarten, wo sonst sehr, sehr viel weiß ist, ja auch unser Pavillon, dass wir da überall mit weißen Rosen jetzt arbeiten. Der John möchte aber gerne mit allen möglichen Rosen, vor allem eben in Pastellfarben, weiß bis wunderschöne Pastellfarben arbeiten, weil es muss nicht komplett rein weiß sein, ist überhaupt nicht nötig und es ist viel pflegeleichter. Vor allem, wenn Gewitter drüber ist, ist nicht gleich alles braun, da sind die pastellfarbenen Rosen natürlich ein bisschen dankbarer. Und dazu natürlich dann auch entsprechende Stauden, die dazu passen und Rosen, die vor allem romantisch sind, dadurch, dass sie ganz viele Büschel von kleinen Blüten haben, anstatt große, dicke, fette Blüten, wie du gesagt hast. So, which roses, welche Rosen would you choose for that? Well, we've got the idea that we're going to use things like Yvonne Rabier, which is a polyanther,
Lucy's Rose, which is one of my roses. Also Penelope Hobhouse with lots and lots of pretty small white flowers. Most of these are scented as well, and that's also a very important consideration with a wedding garden, I think. So, da wird zum Beispiel eben Penelope Hobhouse hier drin etabliert sein, eine Rose von John, Lucy's Rose, Yvonne Rabier, Rosen, die eben vor allem auch ganz stark mit ihrem Duft hier einen begrüßen, was in einem Hochzeitsgarten ja auch nötig ist und sehr, sehr schön. Ich weiß ganz genau, die wollen alle noch mehr Rosen von dir hören, die du hier in den Wedding Garten reinmachst. Was gibt's da noch? Well, of course, the most important rose is Blushing Bride. What would a wedding garden be without it? Sweet Pretty, Jacqueline Dupré, Flacon de Neige, these sort of roses which not only are individually pretty, but are pretty when they're all together, which is, of course, the other consideration. Also hier an den Obelisken, da kennen ja viele von Ihnen schon die wunderschöne Blushing Bride, die natürlich in den Hochzeitsgarten reingehört. Und dann eben Sweet Pretty ist natürlich eine, die wunderschön hier passt. Jacqueline Dupré wäre eine oder eben auch Flocon de Neige. Also lassen Sie sich überraschen, der John macht auch einen Planting Plan von diesem Garten, den es dann auch zu haben gibt. Das nächste Mal, sobald der Planting Plan fertig ist, können Sie den dann auch bei uns bestellen, falls Sie sich eben auch so einen schönen pastellfarbigen Garten machen möchten, richtig? So you're doing, working on that planting plan, right? Yes, I am. As soon as it rains, I shall go indoors and sit down and that's what I'll be doing. Das ist unser Stichwort. Es ist nämlich wahnsinnig windig hier, bevor es uns jetzt wegpustet und die schwarzen Regenwolken über uns einbrechen. Ja, und dann freuen wir uns einfach auf Mai, wenn du zu den English Gardening Kursen wieder da bist. Und dann schauen wir, was wir dann anstellen können. Okay. Bei hoffentlich schönerem Wetter und wärmerem Wetter. Exactly. That's what's needed. Bis dahin, Ihnen noch einen schönen Sonntag. Genießen Sie ihn. Hoffentlich haben Sie ein bisschen schöneres Wetter heute. Und wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Bis dahin. Tschüss. Bye. Thank you, Sir John. Bye. Indeed. Bye-bye.